Jetzt legt er für 7 Termine noch einen drauf. Vollmundig verspricht die fleischgewordene Mozartkugel ein perfektioniertes Programm. Und ein Viva-Fan konnte sich vorab davon schon mal überzeugen. Corinna Hützler-Keil aus Regensburg hatte unseren Meet-and-Greet-Contest gewonnen und konnte sich mit ihrem Freund am Wochenende Meatloaf schon live in Vancouver geben. Seit einem Jahr tourt das Rockschwergewicht schon durch die Welt mit lediglich 2 Wochen Pause. Das hatte beim ersten Deutschlandbesuch Spuren hinterlassen. Meatloaf wurde krank. Einige Shows waren klasse. In Frankfurt und Berlin war es wirklich gut. Ich dachte, ich wäre darüber hinweg, aber dann kam es wieder. Von 10 Shows in Deutschland ging es mir bei 6 gut, bei 4 überhaupt nicht. So I had about, what do we do, like 10 shows? 10 shows in Germany, I had about 6 when I was feeling good and 4 when I was... Im Pacific-Stadion in Vancouver zeigte sich Meatloaf aber fit wie ein Turnschuh. Schließlich hatte er sich auch den Nachwuchs zu beweisen, denn sein Töchterlein stand mit auf der Bühne. Sie hatte als Ferienjob die Background-Vocals übernommen, wird aber hierzulande nicht mit dabei sein. Für alle Konzerte gibt es übrigens noch ein paar Karten für den Schleudersitz Back Out of Hell. Germany, you have fun. Go out in the sun. I'm coming in September, okay? Go have your fun outside now, 'cause I'm coming. You hear me? I'm coming.